Eine gute Frage, hä? Alter, es gibt wieder so viele Wege. Weiß nicht wohin. Erstmal den töten. Da aus dem Nichts kommt. Ach guck mal, kommst du aus dem Nichts. Level 4, das ist extra stark, hä? Aussieht. Extra stark für mich. Autsch. Genau. So ist gut. Hier auch noch mit. Kann man immer brauchen. Oh no. Auch noch mit. Hier noch was? Ne. Doch, Heilung. Bisschen Heilung. Und? Aha, zum Aufmachen. Interessant. Für die Kiste. Ja! Zack, zack, zack. Boom. Meins. Und ein bisschen Zubehör. Na, Kollege? Hier einfach. Eine Ruine. Schon, ja. Wenn sie erbaut hat, war sie zu seiner Zeit beeindruckend. Da ist ein Schrein. Ist doch, irgendwo muss ja noch ein Schrein, wobei ich mal kommen. Zack! Oh, der Drache wieder, hä? Ja, ist okay. Sagtest du nicht, es wäre gefährlich, die anderen zu zerstören? Du bist ja unsterblich, Körper. Ja! Du bist zu übereifrig, Junge. Er könnte uns angreifen und dann müssten wir ihn töten. Oh, das stimmt. Ich bin bereit. Oh Gott. Wir werden sehen. Ich bin bereit, ihn zu töten? Okay. Will ich sehen. Da bin ich gespannt, ob du bereit bist, ihn zu töten. Erstmal Wasser ab. Hab ich gefunden. Wieder die Giftmonster. Interessant. Ja. Komm! Da bin ich! Oh. Gewöhnt man sich daran noch? Und noch mal was. Ja! Noch mehr Hörner. 5 von 6. Interessant. Wieder noch einer. Noch mehr Leben. Leben einhauchen hier. Sieh her. Jawohl. Guck mal, da warten sie schon auf mich. Knallhart. Warten die schon. Und? Verschwindet. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen. Jagd nach dem Tod. Wir haben die Beste mit einem Regels angelockt. Seine Schreie halten durch den Morgenluft. Es dauert nicht lange, bis der Todeshammer kam. Der Geruch von verbranntem Gras, die Geräusche des sterbenden Tiers. Todesangst. Viele treten sich den Magen um. Als es auf die Lichtung kam, griffen wir schnell an. Vorhut war sofort tot, zur Asche verbrannt. Die Jagd ging sofort weiter und wir führten den wütenden Troll an den See der Neuen. Hülle und 30 weitere Männer und vorüberwältigten ihn schließlich. Unsere Rückkehr rief Gott und ging so Feierlichkeiten über eine Woche aus. Wenige nahmen teil. Dies lag nicht an mangelndem Stolz auf den Sieg. Die Bevölkerung von Vorhut war gerade um die Viertel gesunken. Ich fürchte, diese traurige Begebenheit war als Zwerg entgangen. Wertvoll. Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Ha! Komm! Ja. Auch weg. Auf da. Oh Gott. Vater,
Das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit dem Hebel dort befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wie deine Gefühle, Junge. Ignoriere es. Und mach dich bereit. Ignoriere es. Willst du ihn erstmal befreien und dann... Dann sowas, hä? Sonst haben wir ja nichts mehr. Du musst echt gegen den kämpfen. Na dann. Noch mal ein Troll. Oh Gott. Ja, mach voll den Move. Wow. Okay, der macht richtig krass Move. Das ist ja richtig heftig. Wow, den hat er richtig getroffen. Ach nee. Du erzählst mir was. Okay. Zack. Zack. Okay. Move. Alter! Kann doch da gar nicht ausweichen. Das... Genau. Dann macht sie da auch noch so extra viel ab und ich krieg kein Leben nirgendwo. Oh Mann. Nirgendwo krieg ich Leben, weißt du? Das einzige Leben ist das Dings. Oh Gott. Für meine Axt. Oh Gott. Alter, was für wie weit er springt. Zack. Oh Gott. Zack. Zack! Okay, er springt gleich wieder. Okay, springt gleich wieder. Okay, er springt! Er springt! Er springt! Gott! Hau ab! Stimmt! Genau. Mach das nicht. Oh, wieder dieser Move. War ganz schön knapp. Alter. Wieso wie? Voll der Headshot. Oh nein. Du hast schon einen flammenden Fuß, hä? Hab ich so das Gefühl. Ganz dezent. Hier, schenke ich dir. Schenke ich dir. Schenk ich dir! Schenk ich dir! Schenk ich dir! Das ist ein Headshot, hä? Oh Gott! Das hat mich einmal getroffen, verdammt! Dieser Move, ey! Der Wahnsinn! Komm! Jetzt ist vorbei! Zack! Zack!
Rap, toll. Dein Können verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Alles mitnehmen. Der Talisman. Jetzt konnte ich das nicht mal lesen. Oh Gott. Schade. Schade. Ich wollte doch wissen, wer das war. Sonst gibt's ja nichts mehr. Komme ich jetzt hier weiter, oder nicht? Ah, hier brauche ich den Stab, den Stein gebraucht. Okay. Erstmal aufmachen. Und zack! Meins. Levitanzspur, leichter Runenangriff. Es macht der echte Axtwurf, der alle Gegner auf seine Bahn niedermäht. Und einmal hoch. Zack! Wieder draußen, ne? Oh, es fehlt uns immer noch ein Schrein. Ein Schrein fehlt uns noch. Die Frage, wo ist der Schrein? Komme ich nicht runter? Irgendwo habe ich einen Schrein übersehen. Oder der steht irgendwo anders. Könnte ich auch sein. Mir fehlen auch noch zwei Riegel. Zwei Steine für den Riegel. Zack. Zack. Ach, da kann ich noch. Da oben ist noch was. Drauge! Zack! In zwei Hälften bitte. Das war gut, oder? Ja. Ein ordentlicher Anfang. War noch einer drin? Nee. Hier kann ich noch hoch. Was ist denn hier oben? Ach, hier ist der Schrein. Alter, warum die scheiß Dinger mal explodieren? Zack! Dann befreien wir mal den Drachen, hä? Ich bin gespannt. Jetzt finden wir wohl heraus, ob Drachen dankbar sein können oder nicht. Denn ihr Herrscher könnt sich selbst heilen, wenn alles seinen Angang griffen. Sollten wir uns beeilen? Ah, okay. Da oben. Ins Auge. So, Drache. Ja. Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Wir haben dir geholfen. Ja? Wir sind der Drachenretter. Okay, weg. Gern geschehen. Benanntes Zeichen des Drachen, seltene Zauber. Ein 3-sekündiger Sprint gewährt unaufhaltsame Aura, was unterbrechend durch den Gegner schon angefüllt hat. Drachentränen. Drachengefallen erledigt. Fangenschaft. Es fehlen uns noch. Drache befreien. Befreien angeketteten Drachen. Eins von drei Drachen. Aha. Otre. Mutter erzählt mir von einer Geschichte von Otre, ein Zwerg, der sich in einen Otter verwandelt hat. Da holte auch sein Name. Ist das der Ort? Wie wurde zum Drachen? Ich wollte Vater fragen, aber ich weiß, es ist ihm egal. Ich möchte wohl fragen, vermisse ich Mutter am meisten. Gibt immer noch Spiegel, wo ich noch machen muss. Kiste, hä? Hier die Kiste. Aber nee, jetzt haben wir noch ein paar Siegel. Da ist einer.
2 und 3. Der letzte kommt vorbei. Zack. Einen muss ich noch. Ein Siegel. Der kann ja überall sein. Überall, überall. Zack. Mal, ob hier unten was ist. Alle Wege frei machen. Ah, also, hier geht's noch. Was ist mit den Leuten passiert, die hier lebten? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar. Den Hinweisen folgen. Den Hinweisen folgen, ja. Also, da war ein böser Zwergenkönig. Und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein. Da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Vielleicht. Erstmal noch die Kiste. Ja, dritte Siegel gefunden. Jo, Horn mit Blutmut legendär. 2 von 3 Hornen haben wir schon. Dann haben wir hier jetzt auch alles. Hab doch schon mal Vorteile, hä? Zack. Dann kann ich nur noch unten links rein, wo ich die Kette hoch machen kann. Aber die Frage ist, wie komme ich da rein? Abwärts. Folge mir, Atreus. Ich denke mal, ich werde jetzt auch gleich mal ein Päuschen machen. Wir haben jetzt auch schon wieder kurz vor 3 Uhr nachts. Wahrscheinlich morgen dann weitermachen. Guck mal, da ist das Ding. Da sehe ich doch. Da! Da! Ja! Ich bin ein Held im Erdbefeld. Hoch da! Ist das was oder ist das nix? Nee, ist nix. Ja, mal hoch. Rüber. 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 Hoch. 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 Was ist das? Okay. Weltenstaub, legendär, formlose Substanz, die in der Weltrisse gefunden wurde. Damit können eingeschaffen verschiedene Talismen verbessert werden. 1 von 18 Talismen. Okay. Kann man machen. Haben wir das auch? Da war ich auch noch nicht. Und noch was. Das letzte Horn, oder? Haben wir jetzt einen kompletten Satz. Ja. Kleiner Pisser. Gib mir den Piss. Kompletten Satz von den Hörnern. Zack. Passt. Okay. Dann haben wir hier eigentlich alles. Das heißt nur noch, ich müsste jetzt Statue. Unentdeckt gefunden, Artefakte 6 von 6 erledigt gefallen. Ach, da steht alles. Odins Raben erledigt. Steht immer, wie viel hier in dieser Region ist. Das. Ist natürlich interessant. So. Haben wir wirklich alles absuchen. So, kann ich nur noch die Statue, hä? Die Statue. Die Statue. Hier was? Wir können mit dem Boot hier anlegen. Was hier? Gold. Warum? Das ist wieder ein Gegner, die warten schon wieder. Warten schon wieder. Oh, der letzte Gegner. Ja. Genau. Gut, gut, dass du ausweichst, Kratos. Als dass du alt bist. Aber dass du denn so lange brauchst. Oh mein Gott. Los da! Dann los geht's!
Ja, ist halt fetter Gegner. Macht man da hier? Außer nix. Zack! Zack, zack, zack! Oder so. Einmal die Fresse polieren. Und nochmal. Kopf ab. Easy peasy. Einmal Kopf ab. Die Statue da oben noch erledigen, ne? Zack. Mal hoch. Hier gibt es wirklich viele Graugards. Graugards? Und da wieder was. Schenk dir! Dein Ernst? Dein Ernst? Wie schade war das jetzt? Ja, voll! Mann! Darf ich den einen nochmal töten? Geil! Oh Mann! Wieso machen die so viel Schaden? Ja, genau. Kratos war nie so zerbrechlich. Er ist ein Gott, der ist voll zerbrechlich. Vielleicht ist er sowas hier. Zack! Und zack! Wow! Ab! In die Fresse! In your face, Mann! Oh Gott! Wow, den treffe ich hier nicht. In your face! Zack! Und doch mal Pop-up! Schönen guten Abend! Schönen guten Abend! Auch spät zu dieser späten Stunde, hä? Mach aber gleich Schluss wahrscheinlich. Mache morgen früh wieder weiter. So. Würde ich. Was? Schön, dass ich da reagieren kann. Finde ich gut. Gar nicht. Oh Mann. Oh, Kratos. Du bist eine Witzfigur, Kall. Mir wenig Schaden, ey. Zum Runterkommen, Stream gucken. Hast du ja böse Sachen angestellt. Zack! In your face! Ich hab ein! Zack! In your face! Yep. Zack. Und nochmal Kopf ab. Meine Fresse. Wieder der andere. Oh Mann. Noch mehr Draugang? Bleib hier oben. Oh, Level 5, deswegen. Deswegen macht sie so viel Schaden. Jetzt ist klar. Hier wird einfach meine Fresse. Deswegen macht sie so viel Schaden. Level 5 war. Unglaublich. Das nehmen wir mit. Ah, so ist das. So läuft der Hase hier. Guck mal, da oben ist noch. Habe ich die dann? Wow. Treffe ich doch niemals.
Treffer! Spiel ist geil, richtig geil. Also, ich habe glaube noch kein schlechtes Wort darüber gehört. Wer darüber ein schlechtes Wort sagt, der glaubt nie God of War gespielt. Richtig gutes Spiel, auf jeden Fall. Und die Grafik auch und alles. Kaputt? Immer noch nicht. Muss die Statue kaputt machen. Hallo, hallo, Statue, verloben. Ach, da oben der Arm noch, hä? Zack! Treff ich den nicht. Mein Gott. Komm hoch. Du wirfst jetzt nicht. Ah, gut. So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Glaub mir, Junge. So schnell machst du keine Witze mehr. Vater, oh Götter. Machen die Götter uns so viele Probleme. Ja, die ersten Teile waren schon geil, aber das. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen. Das beste God of War auf jeden Fall. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. Wo ist das Leben, ja? Na, zurück. Ich denke, hier fehlt eigentlich unentdeckt eine Sache, okay. Da ist wenig was, aber ist halt so. Und halt viel Open World. Hier noch. Das ist eine Riesenkarte. Man kann alles angucken. Viele Nebenmissionen. Die Kämpfe. Ich muss meine Sachen mal wieder demnächst wieder verbessern. So. Kommen wir hier wieder zurück. Komm, Sohn. Sohnemann. Na? Ich die Berichte erstatten. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichellecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Weiche Lecker. Was noch? Willst du eine Umarmung? Ja. Eine Umarmung. Kriegst du uns nie Umarmungen? So, gehen wir wieder zurück zu dem komischen Geist. Und sagen ihm, dass wir seine Statue da zerstört haben. Die Batterie vom DualShock ist auch fast leer. Das ist ein gutes Zeichen. Oder das heißt gutes Zeichen? Das heißt, dass er dann auch demnächst hier auch fertig machen. Oh, da oben ist die Schlange. Aha. Hier muss ich irgendwo halten. Schlange, Schlange, Schlange. Wow. Was für ein gigantischer Wasserfall. Steinfall. Hier rüber. Zack. Ihr da. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden. Und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Gerne. Fallen erledigt. Kam auch Sturz, alte Idee, Opfer für Tier. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Kriege ich denn später das hier weg? Ein Opfer für einen der Götter. Haben wir das? Nein. Aber die Zwerge vielleicht. Neuer Herstellungsauftrag. Information. Mutter sagt, ihr Matthias war einer der beliebtesten Götter. Sterbliche aus aller Welt segelten zu einem Tempel und brachten ihm Opfergaben. Anscheinend war die Geister am Seher 9 unter denen, die den Gott der Rechts- und der Heldentums verehrten. Die Opfergaben machen einige sehr. Brock oder seine Brüder können sich bestimmt für das Nützliche wie eine Rüstung verwenden. Falsch. Okay. Ja, waren wir dann auch?
Fuck. So. Müssten wir eigentlich... Gott, hier haben wir auch noch... offene Angelegenheiten... Insel des Sees erkunden. Da müssen wir überall hin. Da müssten wir überall hin. Kompass, das ist die Hauptmission. Einfach so viel. Die Frage, war ich jetzt noch zum nächsten Dock?